Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht's weiter mit der 5M-Reihe. Und zwar habe ich ein Pause-Menü für euch und das kann sich wirklich auch sehen lassen. Wir drücken einfach Escape und so sieht das gute Stück dann auch schon aus. Oben können wir sehen, hier einmal unseren Ingame-Name. Dann haben wir hier noch die Spiel-ID und das Datum. Dann haben wir hier einmal die Settings. Ja, da kommen wir auch direkt zu den Settings, ne, Einstellungen, und hiermit können wir dann einfach einen Char wieder wechseln. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen einen anderen Char spielen, dann könnt ihr das Ganze auch so machen. So, und natürlich haben wir hier noch ein Regelwerk, was wir natürlich selbstständig anpassen können, wenn ihr so allgemeine Regeln habt. Dann habt ihr hier noch die Map und dann öffnet sich auch gleich die Map. Ja. Gut, ich würde sagen, wir kommen auch direkt zur Installation. Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Wenn wir uns das gute Stück dann heruntergeladen haben, dann haben wir diese ZIP-Datei. Diese müssen wir einmal auspacken und minus main oder master, sollte es dahinter stehen, muss natürlich weg. Anschließend kopieren wir uns hier schon mal den Ordnernamen raus. Und gehen in den Resource-Ordner und ziehen einfach diesen Ordner in den Resource-Ordner. Danach gehen wir zurück und gehen in die Server-CFG oder in die Extra-CFG. Und müssen das hier noch einmal starten, speichern und schließen. Jetzt müssen wir nur noch den Server neu starten und wir haben das Script schon erfolgreich installiert. Und ihr könnt es jetzt auch schon benutzen. Dann würde ich nochmal sagen, kommen wir zu den ganzen Einstellmöglichkeiten und wo ihr das Ganze auf Deutsch übersetzen könnt. Dazu gehen wir in diesen Ordner rein und gehen dann hier auf Web und gehen in die Index.html. Und alles weiß markierte könnt ihr natürlich komplett übersetzen. Hier auch das Datum könnt ihr natürlich anders schreiben, wenn ihr es natürlich wollt. Hier haben wir einmal die Settings, die könnt ihr natürlich auf Deutsch übersetzen. Hier das für das Player wechseln und hier für das Regelwerk. Die ganzen Regeln findet ihr dann hier und hier könnt ihr natürlich auch eigene hinzufügen noch. Das heißt, wir kopieren uns hier einfach dann eine Spalte raus und fügen das darunter ein, ne? Falls euch das nicht ausreicht. Und mehr gibt es auch nicht zum Übersetzen. Ist halt ziemlich schnell gemacht. Und somit seid ihr auch schnell durch. Gut Leute, falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst auch wie immer einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut da rein und ciao ciao. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.